Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin auf dem Weg nach Püttlingen. Da bin ich auch gleich. Gute 10 Minuten. Da lade ich einen Hitachi Bagger, einen 280 LT oder wie die Teile heißen, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall um die 30 Tonnen und den bringe ich dann mit nach Hause zu unserem Nachbar quasi. Das mache ich jetzt. Danach weiß ich nicht, was es noch gibt heute. Es ist Mittwoch. Mittag gleich, also wenn ich geladen habe, ist es bestimmt halb eins. Ja, dann bin ich um drei, etwa halb vier, etwa leer. Drei, denke ich. Dann mal gucken, was noch gibt. Ob es noch was gibt oder ob es nichts mehr gibt. Ja, die Kamera festhalten. Direkt hinter dem Kreisel muss mein Ziel liegen. So irgendwie. Am Bahnhof, da muss ich hin. Hier war ich schon mal, zumindest ich meine, wenn ich jetzt hier die links fahre, komme ich ich weiß nicht genau, was es ist, Steinbruch oder ein Kieswerk oder Sand, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich da, glaube ich, schon mal Industriegelände am Bahnhof. Ich muss hier rein. Ich glaube, ich muss noch mal ins Weiter, ne? Ich muss hier rein, oder? Geht's hier noch mal rein? Da hinten steht ein Bagger, da hinten muss ich hin. Den habe ich gesehen, komme ich da rein? Da sind wir doch, da ist auch ein Firmenschild dran. Ach du Schande.
Ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Schande. So, irgendwie da rein. Also hier ist mein Ziel. Containerdienst. Was ist da denn? Bleibe ich hier vorne stehen? Bleibe ich hier vorne nicht stehen? Aber wo soll ich stehen bleiben? Komme ich hier rum? Komme ich hier nicht rum? Blöd jetzt, ne? Bleib mal hier vorne stehen und bleib mal, wenn ich aus dem Weg bin. Recht hart quasi rumziehen. Was war das? Ich habe gefühlt, als wäre ich irgendwo dran gefahren oder drüber gefahren. War doch nichts da hinten dran. Peter, ist auch um raus? Nicht raus. Ah, dreh hier gleich. Ne, außenrum nicht. Ich fahr dann vor und dreh hier rum. Ja? Guck mal wo. Geht durchfahren, ja? Wartet doch nicht. Jetzt soll ich da rumkommen. Vorne, das war schon eng, aber das ist jetzt. Ah, ich hoffe doch. Ich sehe das da vorne nicht. Ah, da steht eine Bagger im Weg. Ich muss meine Bagger rausfahren, wenn ich. Ich stoße hier nochmal zurück. Ich stoße hier nochmal zurück, lenke mit dem Tieflader dagegen, dass der jetzt quasi in die andere Richtung läuft.
keine Lust, hier den Tieflader wieder durch den Dreck zu ziehen. Kamera ein bisschen spät angemacht. Bin ich nur gespannt, ob ich hier vorne rauskomme. Jawohl.
bin ich definitiv. Ich glaube, ich habe es jetzt schon mehrere Male gesagt, aber da habe ich schon mal Radlader hochgefahren. Für die Liebe. Alter, was mit denn der? Wäre ich hier niemals rein und raus gekommen. Mit Sicherheit nicht. Hallo, am Donnerstagmorgen. Am Donnerstag, ja, Donnerstagmorgen. Alter, die Zeit rennt. Das ist schon wieder Wahnsinn. Bin Frankenthal, fahre rüber zur Zeppelin. Lade dort einen Radlader, einen 972, aber der geht nur quasi eine Ausfahrt weiter in den Nachbarort. Ich will eigentlich per Achse fahren, ne? Ich will mal gucken, wo der steht, weil, könnt ihr euch noch an den Reach-Stecker erinnern, den ich fahren sollte? Der steht auch hier auf dem quasi Außen, wieder quasi auf dem Außenlager, wo die ganzen Radmaschinen stehen. Ich weiß nicht, ob der Radlader auch da steht. Keine Ahnung. Der Radlader hat keine Schaufel dran, also der ist ohne Schaufel. Ich nehme an, die war zu breit. Machst du, fährst du oder? Alle hopp. Gib Gummi, Alter. Warte kurz. Danke. Lage ist quasi da, wo die Person läuft. Dahin rein geht's, dahin geht's rechts rein. Falls einfach mal hierher. Ich denke, wie gesagt, keinen Plan, ob der hier steht. Die Schranke geht schon auf, das ist gut. So ist auch schon jemand da. An die Seite. Ich krieg's toll geöffnet. Danke. So. Hier was stehen sie ohne der Weise. Ne, der hat eine Schaufel dran. Der da vielleicht, ja. Das könnte sein. Er wird noch gewaschen. Der wird noch gewaschen, wenn er das war. So, oh ne, hier steht auch noch eine Nickel-Nagel-Neue. Ich gehe mal rein, ich muss mal anmelden. Jetzt war
war ich wenigstens auch mal hier. Also doch auf die andere Seite. Da zwischen den Bäumen durch kann man das eh erkennen. Da muss ich hin. Da muss ich hin. So, jetzt bin ich nach oben. Da weiter rum der Lade. Also gut. Eine Sightseeing-Tour gemacht. Ich dachte jetzt wirklich, das wäre hier, weil es heißt Kiesberg 2. So. Wie drehe ich jetzt? Wo drehe ich jetzt? Weil ich kann ja jetzt nur rechts hoch raus. Ich muss nochmal kurz gucken da vorne. Kommt eine Brücke, die ist aber nur bis 16 Tonnen. Wenn ich das recht weiß. Oder ist die hier mit dran? Ich war schon so lange nicht mehr da. Es ist einfach, ich muss einfach öfter hierher. Gedacht. Ich habe ja hier das Schild gelesen. Das hier meine ich. Das hier. Tomosche, ich bin 100 in der Sand. Kann ich hier über das Feld weg? Hätte ich keine Unerfahrung wahrscheinlich, ne? Auf Kanal 9. Der Kollege steht hier oder was? Okay, stand. Ah, jetzt geht's weiter. So, muss ich gucken. Ich geh schon rein, ne? Nee, Karl-Segelclub Frankenthal. Oh, jetzt ist ja auch noch ein Kreisel gebaut. Ich glaube, ich hätte mir sie doch hier rein. Ich sehe mich gleich auch wieder drehen da vorne. Aua. Nein, aber da vorne wäre die Einfahrt. Da vorne, wo das ganz am Ende, wo das weiße Schild steht. Da
muss die Einfahrt sein. Zumindest war sie da. Oppenheim-Ruxheim, da muss ich mal rein. Guck mal, da steht auch ein Schild ISP. Hab vorhin extra gegoogelt gemacht, getan. So, darf ich durchfahren? Asphaltiert, hier kann ich später auch wieder zusammenschieben. So, was ist hier? Ach, das ist aber neu. Beach Bar, Silbersee, cool. Da drin. 20 Grad. Außentemperatur. ISP. Möglichkeit Sackgasse. Kann ich ja nicht mehr so weit weg sein. So wie es aussieht. Aber scheinbar bin ich hier richtig. Das ist eine Waage, da werde ich bestimmt nicht drüber fahren. SB Kieswerk, Trockensandwerk, ja. Ist einfach blöd, wenn du gar nichts in der Griffel hast. Kieswerk, Werk 2. Kieswerk. Und dann drehen wir halt nochmal. Lange Folge. So, ich jetzt wüsste, was ich nicht weiß. Ne?
dahinter war auch das alte Kieswerk, das weiß ich noch. Da ist noch so eine Insel. Ist das andere Werk wieder, oder? Das ist das andere Werk auf der anderen Seite, wo ich eben war. Ich meine, ja. Ich meine, ja. Nee, dahinter habe ich in ganz frühen Zeiten haben wir dahinter immer Sand geladen. Für nach Kinsbach. Okay. Gleich hier abgehen irgendwo. Dass ich da rüber komme. Ob ich überhaupt richtig bin hier, ob ich nicht doch vorne hin musste. Auf unseren Hof entweder den 39 oder den 330, also den Lieber oder den Cut. Der soll raus nach Mannheim an die Spinelli wieder. Einen von beiden. Lieber wäre mir lieber, weil kann ich den Löffel dran lassen. Am Cut muss ich halt den Löffel wieder extra festmachen. Auf dem Hals oben. Könnt ihr wirklich, ich könnte den ganzen Tag hier stehen. Naja, alles gut.
Leitungen hängen hier sehr tief. So, ich werde mir jetzt noch mal was zum Schnabulieren holen. Es ist halb zehn vorbei. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Skandal. Das mache ich jetzt mal schnell, währenddem ich nach Hause rolle, und dann geht's frisch gestärkt weiter.
gleich hoch nach Sembach. Wo ich gestern gedacht habe, der Bagger wäre nicht mehr da, aber der ist doch noch da. Den soll ich jetzt holen. 914 kompakt. Alter, ist das warm. Es ist echt brutal. Schauen wir mal. Sack. Und was haben wir dann? Ist halb zwei vorbei. Sembach bin und geladen. Mindestens halb vier. Schauen wir mal. Katastrophe, echt. Ich habe den Bagger da hinten rausgequält. Steht natürlich im dicksten Dreck, voll im Bagger geht eigentlich, ja, aber hat hier von dem schönen roten Lehmboden auf jeden Fall habe ich das ganze Werk versaut. Nicht nur, dass das richtig beschissen eng war dort, aber zeige ich euch gleich. Ja, und ich den Bagger da alleine runtergequält habe. Ich weiß jetzt nicht, soll ich hier reinfahren oder nicht? Oder soll ich immer von unten her kommen? Oder soll ich seitlich drauf fahren? Einfach, würde ich vielleicht auch machen. Wie gesagt, auf jeden Fall sieht das Ding aus wie Sau. Oh, irgendeine weiße Farbe verloren, ja. Also der Weg darunter. Da vorne kann man den Arm jetzt sehen gleich. Und da ich keine große Lust habe, jetzt diese ganze Halle entlang dahin zu kehren, ärgert mich jetzt wieder, dass ich die Kamera nicht dabei hatte. Ne? Das hätte man keine Filme, wahrscheinlich langweilig gewesen, aber egal. Ja, hier stand der Bagger. Sorry, ich hab da gerade irgendwas. Ich hab den Bagger hier hin und her gestellt, also der ging gerade so durch. Ja, innen aus wird's wieder weiter. Ja, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Lust hier zu kehren. Ich habe jetzt einfach oben auf unserem RC-Platz angerufen. Da ist ja nur zwei, drei Minuten weg und Jungs kommen dann später und fahren einmal mit der Kehrmaschine durch. Wenn ich mich jetzt hinstelle, kehre, dann kann ich Feierabend machen. So, muss noch ein Stück vom Bordstein weg.
und dann hänge ich ab und dann ja, quäl ich die Backe. Wie gesagt, die Backe geht eigentlich, aber das oben, wo er stand, ein Brabbel, ein Brei, ein Schmacklichtdruck, keine Ahnung. Zu viel von dem rote Dreck einfach. So, also laden wir den noch und dann mal gucken, wo der noch hingeht. Wahrscheinlich muss er wieder in irgendeine Innenstadt und muss 500 Meter auf der Kette hinfahren. Das ist grundsätzlich ist das so. Schöne, saubere Bagger stehen zu Hause auf dem Hof und die verbappte, versiffte müssen immer in irgendwelche Gassen rein, wo du dann danach noch eine halbe Stunde gehen kannst. Ich habe den 914 noch geladen. Ja, mein Navi will mich hier irgendwie einen Weg schicken, den ich definitiv nicht fahre. Der 914 geht hier nach Hechtsheim. In eine Südgasse, Südring, Süd, hab keine Ahnung. Aber so wie sich's anhört, lässt sich's auch fahren. Ob das eine gute Idee war. Ich werde dann hier, ich werde gucken, dass da vorne dran ist ein Wendehammer. Und ich werde gucken, dass ich da abladen kann. Weil in diese Straße, in diesen, ich meine Südring, Südgasse, Süd, keine Ahnung, komme ich definitiv nicht rein. Halt ein paar hundert Meter über den Feldweg rollen, also über den Wirtschaftsweg mit dem Bagger. Passt mir eigentlich recht gut, weil der sieht eh aus wie Sau. So, da hinten kommt keiner, das nutzen wir aus. Hier wäre gerade laut dem Radio wäre hier Stromausfall. Viele Firmen haben Strom, so wie es aussieht. Die Straßenlampe gehen halt nicht. Die Ampeln gingen, keine Ahnung. Nur, dass das so klappt, wie ich mir das hier vorstelle. Mein Navi will jetzt, dass ich hier wieder den kompletten Weg zurückfahre. Aber das werde ich nicht tun, definitiv nicht. Und jetzt hier vorne an der nächsten Kreuzung muss ich einfach kerzengerade drüber fahren und dann bin ich in meinem, nicht an meinem Ziel, aber bin an quasi schon in der Zielstraße, da wo ich hin möchte, da wo ich auf den Feldweg komme. Die Ampel geht, okay. Ich kann mir noch eine weiterfahren. Na, alles gut. So. Weißt du, warum ich mein Navi so schicken will?
Linie LKW-Sperrschilder oder so. Ja, aber steht anliegerfrei, ne? Anliegerfrei. Gut. Weil ich hier kerzen gerade durch und bin dann, weiß nicht, 3-4 Minuten sollte ich da sein. Dann hoffe ich, dass ich in diesem Wendehammer dahinter, dass ich da drehen kann. Karre muss mit dem kleinen Bagger in die kleinsten Löcher wieder rein. Das ist einfach normal. Wird wahrscheinlich überall dasselbe sein. Ich will immer noch, dass ich drehe. Also es ist nicht. Ich bin in dieser Straße, wo ich hin möchte. Ja. Ich will immer noch, dass ich jetzt drehe hier. Ah, jetzt? Okay, gut, wunderbar. Sackgasse. Aber ich muss da hinten raus, geht nicht anders. Ja, dann hier, wo mein Ziel ist, lade ich dann quasi ab und muss dann über den Feldweg etwa, wie gesagt, noch 200-300 Meter, vielleicht auch 800, weiß es nicht. Rinfahre. Machst du nicht eigentlich? Da fahr doch du darüber wieder. Alter Schwede. Wäre zu einfach. Danke. Meine Fresse, ey, echt. Einfach wieder zurückfahren und alles ist gut. Naja, was soll's. So, es klappt hier mal besser, wie ich erwartet habe. Hier ist eine Bushaltestelle, das heißt, da fahren auch Busse, ne? Also wenn die da hinten drehen können, dann sollte mir das auch reichen. Hier stehen bleiben oder nicht, aber wenn die Busse hier drehen müssen. Das war jetzt eigentlich mein Plan, dass ich hier hin auf der Straße stehen bleibe und dann hier den Weg hinaus hotze. Das war mein Plan mit dem Bagger. Aber wenn ich hier stehe, ist alles zu, ne? Weiß nicht, ob ich da vorfahren kann. Landwirtschaftlicher Verkehr frei. Ich muss dann noch hier vor und muss hier vorne links, wo diese Halle ist, ist meine Baustelle. Wenn hier Busse fahren,
ja alles blöd, ne? Ach, das kann man so nicht machen. Ich muss ein Stück zurück. Wieder hier vorfahren und mich irgendwo näher an die Seite stellen, sonst wird es nicht gehen. Das war jetzt nicht so, wie ich das geplant hatte. Ich weiß ja nicht, wo ich stehen bleiben soll. Hier sind überall Ausfahrten. Das ist wieder, ich könnte und bist wieder komplett alleine. Keine Menschenseele bei dir. Mal gucken, da vorne ist diese. Müsste ich hier stehen, ne? Hier könnte ich eventuell stehen bleiben. Das war auch nicht schön. Irgendwo muss ich stehen bleiben. Muss das Ding runterschmeißen. Das Auto frei dahin. Ja.
Thank you.
warte mal auf, ich hol's dir. Ich sitze hier die ganze Zeit faul im Bagger rum. Meinungsverstärker, okay. Denke auch! Uhr, ich bin im LKW. Sorry, ich bin gerade am Essen. Mal, ja. War den ganzen Morgen jetzt oder die ganze Zeit jetzt auf der Baustelle. Ist ein Baggerfahrer gekommen vor einer Stunde etwa. Haben wir noch kurz drüber gelabert, was da halt zu machen ist, und wollte gerade losgehen, und dann kam LKW mit Werkzeug für den Bagger. Da hast du wirklich, du hast rechts und links hast einen Fingerbreit Platz. Da haben wir halt geguckt, der ist vorwärts raus.
hat Werkzeug an die Kette halt gehängt und ist rückwärts wieder rein. Du siehst den Bagger, siehst du gar nichts. Weder die Spiegel rechts noch die Spiegel links kannst du rausmachen, dass du was siehst. Kamera siehst du vielleicht was. Aber da siehst du auch nicht viel. Ja, jetzt bin ich mal hier, wie gesagt, bin jetzt eben hergelaufen. Vor 10 Minuten, Viertelstunde habe ich erstmal meine Frau angerufen, weil die hat, ne, macht sich natürlich Gedanken, weil ich mich den ganzen Tag nicht melde. Esse ich mal was und dann fahre ich rüber nach Saulheim und hole den LH. Ist mir auch egal, wo der hingeht, ich lade den und fahre den nach Hause. Laden, kurz warten, da hinten kommt gerade ein Radfahrer oder ein Traktor und ein Radfahrer, ich sehe es noch nicht genau. Erst mal rausschaffen und dann mal gucken, zu Hause anrufen, wo es hingeht. Jetzt rauskommen, ja. Ich hoffe doch. Aber komm ein bisschen schneller, ey. We'll be right back.
wenn hier frei ist, dann macht es auch mit dem Nachbarn. Samo, was habe ich dann jetzt wieder gemacht? Schlimm, wenn man alt wird. Ich hoffe, ich werde mal so alt, wie ich aussehe. Denke, Baguette wird zugemacht. Oh, ich glaube. Jetzt hier hinterherum fahren, weil wie gesagt, da vorne der Ort ist, glaube ich, die Durchfahrt ist gesperrt. Da hin, ja. Komm nur, als weiter. Als weiter, jawohl. Zweite. Komm. Schnell an, wo der hin soll. Reicht. So. Abgeladen hier in Sembach. Falls noch nach Hause ist, 10 nach 5. Bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Angeduckt.